Gar nicht. Na. Moment. Ich finde das gut, dass die da noch was über dem Kopf haben, sonst sucht man sich ja dumm und dusselig. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus diesem Sumpf je wieder rausfinden würden. Kannst mal sehen. Ich bin auf der Suche nach einem Buch aus der Bibliothek, das Professor Whiskers benötigt. Mhm. Klar, Blum, ich habe das Buch hier, aber erst musst du mir eine Frage stellen. Tschaboing! Welcher der folgenden Namen gehört nicht zu einem der Spezialisten? Oh, eine spezielle Frage über die Spezialisten. So, Brandon, Timmy, Sky. Braven? Braven? Du hast recht, Blum. Braven ist kein Spezialist. Hier ist das Buch, das du benötigst. Sind aber einfache Fragen, wenn man sich mit dem Wings-Universum ein bisschen auskennt. Nein, nein! Jautsch! Da bin ich vor Schreck auch noch in der Grafik stecken geblieben. So, du bist... Hallo Blum, willst du beim Stern? Oh nein, nicht jetzt. Und du? Du bist nicht Pia. Hm, ich frage mich, was Professor Palladium prüfen will. Ja, das fragen sich alle. Mein Pia war doch vor den Trophäen. Oder nicht? Oder doch? Ja, da haben wir sie, Pia. Mit dir habe ich ja schon geredet. So, Piale. Ich warte auf einen Anruf von meinem Vater. Er ist in der Rote Fontäne-Schule ziemlich beschäftigt. Irgendwas mit dem Tag der Könige. Aha. Ich bin auf der Suche nach einem Buch aus der Bibliothek, das Professor Whiskers benötigt. Klar, Blum, ich habe das Buch hier. Aber erst musst du mir eine Frage richtig beantworten. Welcher der folgenden Namen gehört nicht zu einer der drei Zauberschulen von... Ach, das ist einfach. Das ist, Wolkenfontäne? Nee, die gibt's nicht. Du hast recht, Blum. Wolkenfontäne ist keine Zauberschule. Hier ist das Buch, nach dem du gefragt hast. Danke. So, dann haben wir das auch geschafft. Bringen wir gerade mal die ganzen Sachen hier weg. Das heißt, ich muss jetzt nach Professor Whiskers, ich muss nach Faragonda nochmal hin, weil ich habe jetzt ungefähr gefühlte 6 Tonnen an Büchern. Ah, und wir wollten uns auch noch umziehen, das habe ich ja ganz vergessen. Das machen wir jetzt. Hinweis, Skype brauchst nur mal die Seidenraupen. Oh, das ist unser Neues. Kleider, Lunge, Schneeflocke aus Elfenbein. Ja, wir ziehen uns jetzt das an. Ach, apropos Seidenraupen, die haben wir doch, glaube ich, auch gefunden. Im Sumpf. Das waren doch diese weißen kleinen Dinger, wo ich dachte, das sind Maden. Waren das wahrscheinlich die Seidenraupen. Das heißt, die könnte ich dann Luma geben, dann habe ich noch ein neues Outfit. Yeah, noch mehr Klamotten! Okay, wir gehen aber erstmal nach Faragendor. So, ich habe ihre Bücher. Bitte entschuldige mich, Blum. Ja, das hat's bereits. Danke, Blum. Ich habe mich schon darauf gefreut, die zu lesen. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Ja, her damit. Und Drachensamen. Ich dachte, ich krieg hier noch ein Glühwürmchen, dann hätte ich die nämlich voll, aber nö. Die ist aber ganz schön geizig. Dann gib du mir wenigstens was Ordentliches. Hallo Blum, hat dir die Ausstellung... Ich hab noch nicht alles gesehen. Ja, das habe ich. Nur weiter so. Du bist eine der wenigen. Ja, ja, ja. Danke, Blum. Das wären dann alle. Hier ist ein kleines Geschenk, das du mir geholfen hast. Yes! Glühwürmchen! Na, ich kann mir noch... Oder? Kann ich mir dafür... Kann ich mir dafür was leisten? Ich glaube nicht. Okay, dann haben wir Tekna. Oh, 300. Doch, 100. Bam. Glühwürmchen. Kann man das hier immer wieder machen? Ey, so können wir ja ewig oft Sterne sammeln. Das mache ich dann, glaube ich, zum Schluss.
wenn mir noch so ein, zwei Dinger fehlen. So, jetzt geben wir Luma erstmal das Seidenräubschle. Und dann muss ich mal überlegen, wo ich hin muss. Aber erstmal back to Luma. Also an Sternen wird es uns hier im Spiel nicht mangeln. Also wir werden auf jeden Fall alles freischalten können. Und zur Not machen wir halt einfach immer wieder dieses, das Thronspiel, nenne ich es jetzt mal. Nach Luma. Luma, 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 Luma. Luma, hab was für dich. Wenn das denn das ist, was du haben willst. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Warte mal kurz. Okay. Hier, bitte. Danke, Luma. Immer Danke, Luma sagen. So, was für ein Outfit habe ich denn jetzt bekommen? Finde ein Buch für Griselda. Gott, ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Schneidender Wind. Bezaubernde Elfe. Okay, wir wollen ja gucken wegen Klamotte. Oh, Seide ist immer in. Und die Schleife hinten finde ich einfach toll. Anziehen. Jetzt sind wir so ein kleines China. So ein bisschen China. So, und jetzt wird erstmal gesaved. Ja, wir haben jetzt praktisch gesehen ja auch nur noch eine einzige Aufgabe. Und das ist ja dieses Buch für Griselda zu finden. Aber ich wüsste gar nicht, wo ich hier suchen soll. Jetzt mal ohne Flachs, wo soll ich denn hier gucken? Okay, jetzt kommt erst eine Sequenz. How are we going to get my ring back? I can't do anything without it. And we have that major quiz in spells tomorrow. That quiz counts for like half our grade. We have to get your ring back or you'll never pass, Stella. I got it! We can cast a hypnosis spell on the witches while they're sleeping. And then we can make them give us the ring. Yes! Classic payback! Ich habe Gerüchte gehört, denen zufolge es unter Alfea Tunnel geben soll, die zum Wolkenturm führen. Ah, ja. Was hat Stella vorhin gesagt? Payback? Ich auch. Aber keiner weiß, wo diese Tunnel sind oder wie man sie betreten. Dann müssen wir suchen. Ich denke, es ist logisch anzunehmen, dass der geheime Eingang zu diesem Tunnelsystem mit irgendetwas gekennzeichnet ist, das einen Bezug zum Wolkenturm hat. Ich habe so eine Befürchtung mit dem Trophäenraum. Suchen wir die Schule ab. Dieser eine... Gott. Weil die ja schon sagten, dieser komische... In den Trophäendingern. Hallo. Hast du das Bild des Wolkenturms gesehen? Es sieht unheimlich... Ich muss das erstmal finden. Das Bild vom Wolkenturm. Das ist ein Telefon. Sollte jetzt wirklich nicht, sonst telefoniere ich womöglich bald genauso viel wie Stella. Yeah. Aber wo ist das Bild? Trophäenraum, das hier ist doch der Trophäenraum. Aber wo ist das Bild vom Wolkenturm? Nicht unten? Okay. Leicht verwirrend. Mit Pflicht. Okay, hier ist es nicht. Ich warte auf einen Anruf von meinem Vater. Ja, sag. Er ist in der Rote Fontäne-Schule. Aber wo? Trophäenraum.
Nein, ich will nicht telefonieren. Die sagt das ja, glaube ich, auch. Hallo Blum, willst du an einem Wettrennen? Nein, ich will jetzt nicht an einem Wettrennen teilnehmen. Ich habe gerade momentan was zu tun. Mann, das war doch der Trophäenraum, oder etwa nicht? Ah, nee, Moment, in der Haupthalle. Da sind doch auch Bilder. Auch Wolkenturm technischer Art. Nee, Moment, das ist die rote Fontäne. Das ist Alfea, dann ist das genau auf der anderen Seite. 100 Pro. Nein. Das ist ja auch Alfea. Hä? Dieses Podest sieht im Vergleich zu den anderen ziemlich nackt aus. Ja, aber ich weiß nicht, was darauf kommt. Aber das hier ist doch Wolkenturm. Muss ich mich da draufstellen? Na, passiert. Gibt's doch nicht. Aber ich kenne nur diese Dingsbums. Was ist das hier, Wolkenturm? Hä? Oder für... Schüttel ich vor Wut erstmal die Palme. So. Palme, fühle dich geschüttelt. Hier nicht noch irgendwo Porträts? Nee, du möchtest auch noch wieder irgendwelche Wettrennen machen. Oder was du das? Ja, das frag ich mich jeden Tag. Kann doch nicht angehen, hast du was zu melden? Ich wollte nur sagen, also... Ja, das sagtest du bereits. Da muss ich erstmal wieder die Palme würgen. Das hier ist doch die Wolkenturmschule. Dieses Podest sieht im Vergleich zu den anderen ziemlich nackt aus. Ja, das weiß ich doch. Schieb irgendwie. Ein paar Hinweise wären nicht schlecht. Hast du Tekna gesehen? Ich glaube, sie hat... Tekna? Tja, sie sind beide... Ja, das hast du mir auch schon bereits 10.000 Mal gesagt. Ist hier oben ein... Nee. Bäh. Fall mir da nicht runter. Blümchen. Ich habe gehört, dass du Professor Palladio... Ja, das... Hast du mir auch schon 10.000 Mal gesagt. Ich gehe nochmal zurück. Ich würde gerne mal wissen, wo Musa und so abgeblieben ist. Weil Flora ist bei mir im Zimmer. Tekna ist... Keine Ahnung. Stella ist in der Haupthalle. Okay, sowas sagte. Hallo Blum. Nein, du willst nur Wettrennen. Ich möchte aber kein Wettrennen. Ist klar, jetzt ist die eine nicht da. Doof. Oh, Flora. In diesem Sumpf gab es ein paar herrliche Exemplare. Ich sammle doch nochmal dasselbe. Kiko? Ich weiß nicht, was hier los ist, Kiko. Hexen, Trolle. Ich schätze, es ist wohl nicht immer so lustig, eine Fee zu sein. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Musa, bist du hier? Ja, ist sie. Dieser Raven, was für ein...
Der regt mich wirklich auf. Für wen hält er sich eigentlich? Was ist los, Muser? Was hat ja, das würde ich auch gerne wissen. Warum bist du so gereizt? Ach, nichts. Und das ist genau das Problem. Ja. Übrigens, Blum, ich habe neulich auf meiner Gitarre geübt und dabei ist mir eine Saite gerissen. Könntest du dir ein Minotaurus-Haar schnappen, um sie zu ersetzen, da du sowieso zum Turm gehst? Okay. Seit wann stehst du denn auf Hippie-Musik? Jetzt kriege ich auch noch Nebenaufgaben. Unglaublich. Ah, Moment. Du da! Genau, du! Sofort stehen gebleibt. Hast du das Bild des Wolkenturms gesehen? Es sieht unheimlich aus. Ja, und wenn hier so viele drauf auf dieses blöde Bild ansprechen, ne? Du! Mit dir will ich auch reden. Wer auch immer du gerade bist. Hausaufgaben? Jetzt schon? Das Semester hat doch gerade erst angefangen. Stell dich mal hier nicht so an, faule Nulpe.